Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem, ja, angezockt oder höchstwahrscheinlich etwas längerem angezockt. Na, wir werden es sehen. Ihr habt es euch ja gewünscht, ihr habt nachgefragt und ganz, ganz lieberweise habe ich auch von OPS einen Vorabzugriff bekommen auf Dinosaur Park Primeval Zoo. Also ich glaube, es wird so ausgesprochen. Und ich bin da super gehypt und ja... Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir labern auch nicht lange drumherum. Ich erzähle euch nachher noch ein bisschen mehr dazu, aber aktuell geht's erstmal los. Spiel starten. Strahlend blauer Himmel und Temperaturen wie im Gefrierschrank. Schöne Grüße aus der Antarktis. Die Expedition war ein voller Erfolg. Okay. Unzählige Dinosaurier tiefgefroren im ewigen Eis. Aber am Leben. Eine Sensation. Wir konnten die ersten Dinos vorsichtig auftauen, um sie artgerecht zu versorgen. Wollen wir einen Primeval Zoo errichten? Hilfst du uns dabei? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Ja, das glaube ich gern. Zusammen erschaffen wir hier ein wahres Dino-Paradies. Ja, unsere ersten süßen Dinos haben sich schon eingelebt. Kümmerst du dich bitte um sie? Oh ja, oh ja. Gutschrift erfolgreich. Oh Gott, da kriegt man ja gleich... Oh Gott, wie heißt das hier? Okay, sie verschwinden hier einfach ins Nirgendwo. Ganz schön dreckig hier. Schnapp dir den Schrubber und wische damit über den Schmutz. Na, das machen wir. Kennen wir ja. Mensch. Du bist ja knuffig. Okay, hat sie gemacht. Und jetzt? Ach so, Mensch, ja. Und du bist auch knuffig. Hallo. Hallo. Warte mal, können wir da näher ran? Ja. Hallo. Lauf doch nicht weg. Wir wollen gucken, wie du aussiehst. Keine Sorge. Oh Gott. Ich glaube, wir haben da jemanden Angst gemacht. Geht das hier auch? Ja. Hallo. Ja. Ja. Du bist ja ein Knuffi. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Wieder ein bisschen mehr Professionalität auf jeden Fall. Okay, wir gucken weiter, wir gucken weiter. Hier soll man noch sauber machen. Und das war's. Oh Gott. Ja, jetzt schau mal, wie die sich freuen. Gut gemacht. Ja, danke. Neben dem ganzen Dreck, den sie machen, naja, haben die Dinos einen gewaltigen Appetit. Fütterst du sie bitte? Aber na klar, wenn Dinos Hunger haben, tippe den Eimer über dem Gehege an. Ja. Ja, gratis. Und ja, kennen wir. Kennen wir, kennen wir, kennen wir. Sehr gut. Oh, ist ein bisschen anders angeordnet. Muss man sich umgewöhnen. Alles klärchen. Du möchtest auch was futtern? Ja. Aber selbstverständlich kriegst du auch was. Und du? Ich glaube, du hast einen ganz schönen Dickkopf, wa? Ich glaube... Eieieiei, dem möchte man nicht im Dunkeln begegnen. Okay, haben wir gemacht. Wie gut, dass du mir hilfst. Allein hätte ich das nicht geschafft. Als nächstes sollten wir ein paar Blumen pflanzen, damit es ein wenig hübscher wird. Wir haben außerdem noch einen zweiten süßen Hypsilophodon im Lager. Ich nenne ihn Hypsi. Kannst du ihn bitte zu seinem Freund ins Gehege setzen? Ja, durchaus. Ist doch kein Problem. Gut, das Lager ist uns sicherlich durchaus bekannt. Ja, oh, das ist jetzt natürlich dann weiß unten denn, ne? Ja, 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 ja. Alles klar. Lager. Und dann gehst du hier unten. Oh, warten Sie. Wir müssen noch erstmal hier hin. Ja. Sehr schön. Dann sollen wir Blumen platzieren. Da rein geht natürlich nicht, war klar. Wo platzieren wir die denn hin? Dahin? Vielleicht? Ja. Ja, warte mal. Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt, dass ich mich gedreht habe? Das ist ja ein Ding. Jetzt gucken wir mal aus der anderen Richtung. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Geht also auch.
Gut, pass auf, dann können wir doch gleich mal hier vorne. Können wir nicht. Können wir nicht. Hier ist Ende im Gelände. Dahin. Dann setzen wir das hier hin. Einfach mal so ein bisschen querbeet auflockern. Immer schön die Situation auflockern. Ja. Oh, da kriegen wir gleich Besucher. Noch mehr? Moment. Hier so. Yay, ein Dino braucht ein Zuhause. Erledigt. Oh, Level Up. Sehr cool. So, wie heißt du denn? Können wir das hier sehen? Okay, also, können wir noch einen zweiten und einen dritten oder wie oder was? Blümchen, ja. Eine Bank. Oh, eine Eisbutze. Sehr schön. Oh, die Mülleimer sind ja cool. Die gefallen mir. Die hätte ich in Zoo 2 bitte auch gern. Danke. Nanu, was will denn Stadträtin Dr. Midas von uns? Ich weiß nicht. Sie hat großzügig für diesen Park gespendet. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Oha, ich kann sie gerade gar nicht einschätzen. Ich sehe, sie geben sich wirklich Mühe. Und ich weiß, es war schon immer ihr Traum, Dinosaurier zu halten. Aber das bricht mir wirklich das Herz. Sie müssen den Park leider schließen. Na, das ist ja furchtbar. Warum denn das? Na, schauen Sie sich doch um. Vollkommen leer. Keine Besucher. Und das Autohaus Ampere kann dieses Grundstück gut gebrauchen. Um weitere Spenden zu erhalten, müssten Sie zumindest ein paar Besucher haben. Wir sind doch ganz am Anfang. Bald wird es hier vor glücklichen Besuchern nur so wimmeln. In diesem Minipark? Das sieht aktuell aber nicht danach aus. Wir brauchen nur etwas Zeit. Glauben Sie doch an uns. Nun gut, ich will ja nicht so sein. Sie haben 48 Stunden. Und wenn Sie bis dahin nicht fünf Besucher im Zoo haben, im Park haben, müssen Sie schließen. Okay, verstanden. Wir brauchen fünf Besucher. Na, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht zusammen schaffen würden. Als erstes brauchen wir mehr Dinosaurier. Oh Gott. Acht Dinos und fünf Be Dinosaurier. Alles klar, das kriegen wir doch hin. Wodurch kommen Besucher? Neue Dinos und Dekorationen füllen den Besucherbalken. Ja, ist der Besucherbalken voll, kommt ein neuer Besucher. Sehr gut. Naja, und dann ist ja die Sache hier, die wollen natürlich auch ihre Bedürfnisse gestillt haben. Ja? Okay. So, jetzt sind wir wieder in der richtigen Perspektive. Na, Halleluja. Okay, ich wollte sagen, wir haben da ein bisschen was zu tun. Was sollen wir denn machen? Erstens mal sollen wir ein bisschen Deko machen. Ja, Deko machen wir doch gern. Wir tun nichts lieber als Deko. Ja. So, dann drehen wir den Baum aber mal so ein bisschen rum. Vielleicht hier noch ein Bäumchen so daneben. Oh, die bewegen sich. Die bewegen sich, Leute. Wie schön. Sensationell. Klasse. Entschuldigung. Ich beruhige mich ja schon wieder. Ich bin so aufgeregt. So, hier und zack. Ein neuer Besucher. Naja, immerhin. Also der erste. Sehr schön. Okay, neue Dinos und Dekorationen füllen den Besucherbalken. Das hatten wir uns gerade angeguckt. Sehr schön. Na, dann gucken wir hier noch mal rein. Neue Dinosaurier. Das heißt, wir setzen hier vielleicht mal einen zweiten dazu. Und ihr könntet doch vielleicht gleich mal zu dritt sein. Na, gucke, zack, buff, neuer Besucher da. So, dann gucken wir doch mal hier in den Shop-Gebäude. Ja, eine Eisbude. Natürlich muss eine Eisbude her. Das versteht sich doch. Wollen wir die hier so hinstellen? Oder wollen wir das hier sinnvoller nutzen? So vielleicht? Ja, sehr schön. Was können wir hier machen? Wege? Mülleimer. Yep. Hier muss ein Mülleimer daneben. Und den würde ich gerne in diese Richtung drehen. Perfekt, Dankeschön. Und weil wir ja mittlerweile die Besucher in Parks und Zoos kennen, platzieren wir doch lieber gleich mal mehr davon. Level 3. Oh, schön, da haben wir noch einen dazugekriegt. Ein neues Gehege. Toilettenschilder und Blümchen. Oh, und ein Souvenirladen.
Oha. Oha. Hallo. Ich glaube, wir kriegen da was angeliefert. Hallo, wer hat uns denn diesen Eisblock geschenkt? Für diese Woche haben wir gar keinen erwartet. Naja, das ist mysteriös. Welcher Dino da wohl drin verborgen sein wird? Ich kann es kaum erwarten. Bei uns ist das auf jeden Fall am besten aufgehoben. Aber genug geredet, lasst uns ihn da rausholen. Auf jeden Fall! Okay. Der Dinosaurier im Eisblock wird uns ein neuer Besuchermagnet werden. Es gibt also doch noch Hoffnung für den Park. Schnell, lass uns ein Gehege bauen und den Eisblock darin auftauen. Alles klar. Ja, wie gut, dass wir, ach, gucke, die sehen denn so aus, die Tiefkühlsaurier. Okay. Gehege. Das ist denn wohl dieses? Sieht das anders aus? Nee, ist die gleiche Gehegeart, ne? Gut, ich würde sagen, das platzieren wir ruhig ein bisschen so. Gut. Und das dauert nur ein paar Sekunden. Das ist ja hervorragend. In der Zwischenzeit ist das auch fertig geworden. Und dann können wir noch mal gucken. Können wir uns das leisten? Ach, wir müssen uns das leisten können. Guck mal, dann können wir doch den Souvenirstand dorthin stellen. Hervorragend. Sehr schön. Na, dann können wir ja die Bauzeit mal nutzen. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich euch sagen kann, wann es final für euch rauskommt, das Spiel. Wie gesagt, ich darf es euch vorab von OPS erlaubterweise zeigen. Bin ich auch super mega happy drüber und bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dafür. Aber ich kann euch sagen, es kommt ganz bald. Es kommt ganz, ganz bald. Ja, sehr geil. Und bis dahin darf ich mit euch Videos machen oder für euch Videos machen, wie ich will, wie ich lustig bin. Und das werden wir natürlich auch tun. Vielleicht machen wir ja auch am Sonntag, im Sonntagsstream, so einen kleinen Ausflug hierher. Ja, ich möchte euch aber ganz eindringlich darauf hinweisen, alles das, was ihr jetzt im Vorfeld seht, ist so eine Art, ich will es jetzt mal so als Closed Beta oder so bezeichnen. Das heißt, es kann immer noch Updates kommen, es können immer noch Patches kommen und so weiter und so fort. Das heißt, so ganz endgültig final ist es vielleicht noch nicht. Wer weiß das schon so ganz genau? Aber ich bin super froh, dass wir es uns endlich angucken können. Das ist doch cool, oder? Ich find's klasse. Ich find's richtig klasse. So, dann machen wir hier aber mal weiter an dieser Stelle. Ich denke, wir sollen ihn hier rein platzieren und dann kriegen wir schon den dritten Besucher. Oh, das geht aber schnell mit dem Auftauen. Und was ich gerne noch gucken möchte, Gehege. Ach, gucke, da muss ich Level 4 für werden, weil ich wollte gerade sagen, wir könnten denen doch mal ein paar Tröge reinstellen. Was ist denn das für ein geiles Spielgerät? Laufradgras. Ein Laufrad. Ja, mega. Voll toll. Und da haben wir schon den nächsten Besucher am Start. Sehr gut. Wie knopsig bist denn du? Was? Procompsognathus aufgetaut. Also für falsche Aussprache entschuldige ich mich im Vorfeld und es passiert. Der ist ja mal voll süß. Ah, klasse. Wow, wow. Oh, wie süß. Ein Procompsognathus, Baby. Ja, meine Belohnung. Ein neuer Dino. Wie faszinierend. Der wird bestimmt einige Besucher anlocken. Ja, guck mal, es gibt eine Laterne, Münzen und Erfahrungspunkte. Schau mal. Ich glaube, es möchte mit dir spielen. Das ist möglich. Spiele einmal mit dem neuen Baby. Sorge in ein Gehege für ausreichend Unterhaltung. Alles klar? Das machen wir. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Spielst du auch damit? Lauf hinterher. Hol's dir das Schaf. Ich glaube, das Schaf hat ein Problem mit seinem Auge. Du lieber. Das ist aber gut gemacht, gefällt mir. Die Besucher sind begeistert von dem Dino-Baby. Na los, wir haben es fast geschafft. Dekoriere noch ein wenig den Park.
Alles klar, das mache ich. Oh, wie schön. Das ist ja klasse. Naja, man muss ja auch mal was zum Lachen haben, oder? Sehr gut. Was haben wir hier noch? Noch mehr Blümchen. Oh Gott. Wie viele Blümchen machen wir denn? Ich überlege. Guck mal, da können wir doch hier ein paar Blümchen noch daneben setzen vielleicht. So richtig schön. Flup, flup, flup. Das parken wir sowieso um. Okay, einen Besucher braucht man noch. Was können wir denn noch Schönes machen? Gucken wir mal. Also Inventar sagt nichts. Alles klar. Was haben wir hier noch am Start? Ah, oh, Tulpen. Ja. Tulpen sind immer gut. So. Dann setzen wir hier noch was dazu. Und vielleicht hier an den Baum. Sehr cool. Und dann können wir hier noch welche, die können wir ja bestimmt hin und her schubsen wieder, ne? Dann sollte das doch kein Problem sein. So, euch noch. Und na, noch mehr lilane Sachen haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch so eine Büsche gekriegt, ne? Den könnten wir doch vielleicht hier dahinter setzen. Und entscheiden Sie sich bitte jetzt. Warten Sie, vielleicht hier so? Nee, so dachte ich. Ja, damit hier auch ja keiner dahinter latscht, würde ich dann so machen. Ich bin gleich pleite, ich sehe das schon. Wie immer beim Dekorieren, voll schlimm. Oh Mann, so, machen wir erstmal so. Bäume können wir noch nicht, aber ein Toilettchen. So, Moment. Eine Toilette, wo packen wir denn hier eine Toilette hin? Vielleicht gleich hier so gegenüber vom Eisstand? Oder ist das eher negative Werbung? Also für den Eisstand meine ich natürlich. Nein, wird schon passen. Wird schon gut gehen. Mal, dann setzen wir hier vielleicht auch noch eine Toilette hin. Aber so rum, dass die Leute auch reinkommen. Die sehen schick aus. Die sind nicht schlecht. So, und natürlich eine obligatorische Bank. Können wir ja... Wollen wir, wie rum wollen wir die denn? Ne, wir müssen die ja so rum hinstellen. Geht ja, ist ja alles andere, ne? Ihr wisst. Die sollen ja warten können. So, nochmal. Die sind aber echt klasse gemacht. Also gefällt mir. Der Grafikstil gefällt mir sehr, sehr gut. Und was ich halt toll finde, ist, dass sich die Bäume zum Beispiel bewegen, ne? Und die Blümchen, alles bewegt sich ein bisschen. Ist eine schöne Sache, gefällt mir. Also bis dato, tipptopp, muss ich mal sagen. So, jetzt gucken wir doch mal. Haben wir es immer noch nicht geschafft? Was soll ich denn jetzt noch machen? Dinosaurier neu. Ach ja, stimmt. Guck mal, wir konnten ja noch einsetzen. Tada! Level 4. Oh, ein Flugdino. Ein Flugdino. Wie hieß er? Petri? Oder Petri? Ich weiß gar nicht mehr. Petri, Petri? Ah, schön. So, da gibt es denn einen Snackstand. Oh, die sind schön. Orchideenpink. Aha, länger drauf gehalten. Und das ist ein Waldsteppengehege. Alles klar. Rosa Schafgarbe. Oh, schön. Das finde ich gut. Und du? Pterodactylus. Genau, so hießen die. Muss ich immer erstmal nochmal gucken. Das Füttern jedes Dinos frisst sehr viel Zeit. Das muss doch irgendwie besser gehen, denn das sehe ich auch so. Lass uns Tröge aufstellen. Aus Trögen fressen die Dinos von ganz allein. Danach dekorieren wir noch die Gehege mit Blumen oder Steinen. Das gefällt den Dinos und den Besuchern. Zweimal den Trog fürs Grasgehege platzieren und rosa Schafgarbe. Alles klärchen. Das kriegen wir hin. Hier hin. Dino, du bist da neu, genau. Und das sind im Endeffekt nur die Dinos. Hier sind die Gehege drin und in den Gehegen ist das drin. Super. Ja, ich gucke immer selber gern mal, ne? So, ja, ich würde sagen so. Oh Gott, was macht ein Trog? Ja, komm. Essen bereitstellen. Selbstverständlich. So, dann kommt da hinten noch einer hin. Und Schafgarbe. Mal, dann kriegt ihr hier was hin. Ihr kriegt wenigstens ein Blümchen.
wenn er schon keinen Druck kriegt und ihr auch. So, sehr gut. Was macht Gehegedekoration? Ist besonders beliebt bei den Besuchern. Yep. Schönere Gehege abgeschlossen. Oh Gott. Einen sonnigen guten Morgen. Was für einen tollen Park du da hast. Ich bin hier, um eine kleine Debbie abzugeben. Sie fühlt sich in meinem Garten einfach nicht mehr wohl. Sie meinen dieses Parasaurolophus, Lophus-Baby auf ihrem Arm? Sie halten Dinosaurier im Garten? Nein, das ist Gerd, mein Gecko. Schön. Hier auf dem Bild, das ist Debbie. Sie zeigt ihre Zähnchen. Das ist Gerd. Wie schön. Oh Gott, wie heißt das? Ein Deinonychus. Wie sind Sie denn zu dem gekommen? Naja, eines Morgens wachte ich auf und da waren zwei Eisblöcke in meinem Garten. Jedenfalls zerlegt mir Debbie meinen Garten und meine Wohnung. Wenn du ein passendes Gehege baust, bringe ich sie dir vorbei. Alles klar, Eisblöcke und Raubsaurier im Garten. Das ist seltsam. Alles klar, das ist Debbie, alles klar. Ein Waldsteppengehege soll man fertigstellen. Trog, 5 Sandwege und 3 Steine. Oh Gott, es geht schon wieder los. Unterschiedliche Lebensräume haben die, das ist völlig klar. Haben wir hier überhaupt Platz? Aber na klar, wunderbar. Gott sei Dank. Ich dachte, ich bin jetzt schon wieder in Platznot. Moment, da muss ich gar nicht hin. Ich will hier hin. Das ist aber nicht richtig. Das ist ein Grasgehege. Ach so, hier Wald. Guten Morgen. Ich werde demnächst auch munter. So, dann gucken wir mal. Wie rumstellen wir das? Ist, glaube ich, ziemlich egal. Sieht aber klasse aus. Sehr schön. Du kannst Ammoniten verwenden, um ein Objekt sofort fertigzustellen. Alles klar. Nee, möchte ich nicht. Danke, danke. Die Minute haben wir Zeit, würde ich mal sagen. Hier, schöne Baustelle. Wunderbar. Aber dann können wir doch hier mal füttern. So, bitteschön. Wir hätten da ein bisschen was im Angebot. Ja, hat sich erledigt. Wunderbar. Aha, das sind also Pflanzenfresser. Und du bist ein kleines Raubtier. Aha, 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 so kommt es raus. Ja, ja. So, schaue jetzt ein Video und erhalte zusätzliche Münzen. Nö, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. So, hier können wir offensichtlich, spiele weiter, also offensichtlich irgendwas mit Genetik machen oder so. Mensch, da bin ich ja echt gespannt. Klasse. So, nö, ist ja gleich geschafft hier. So, was müssen wir denn noch machen? 5 Wege sollen wir bauen. So. Dekoration. Seid ihr Wege in der Dekoration? Nein, nein, nein. Da so. Hier. Alles klar. Dann machen wir so. Und ich möchte das, oh Gott, hier runterbauen. Und so, und so, und so. Reicht schon. Danke. Und so eine schöne, tolle Eisbutze haben wir. 2.500 kostet die. Da würde ich doch ganz gern mal gucken. Der bringt uns ja denn die Debbie, würde ich mal behaupten. Warte mal, das kann ich noch nicht machen. Alles klar. 9.000. Können wir doch mal gucken, was es hier so alles gibt. Holla, die Waldfee. Hui, 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 hui. Feuer. Tropisch. Sand. Waldsteppe. Und Gras, ne? Alles klar. Feuer. Ui. Cool. So, da ist das Gehege fertig. Dann würde ich sagen, müssen wir da jetzt noch einen Trog hinsetzen. Gehege. Wir sind im Wald unterwegs. Da müssen wir das hinstellen. Oh, das ist schick gemacht. Das gefällt mir. Und uff. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich doch schon wieder falsch hier. 3 Stück davon gleich. Okay.
Würde ich sagen, machen wir hier vielleicht so eine kleine Ecke damit, wa? Ich würde es aber eher so machen. Ja, alles klar. Ausgezeichnet. Gehegefachmann bin ich. Wunderbar. Ein merkwürdiger Forscher. Fertig. Deine Belohnung. Sehr gut. Und eine Orchidee. Das ist ja mal cool. Ammoniten. Ja, später. Macht sie später auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, platzieren wir doch mal unseren... Oh. Neuzugang. Ganz schön groß, würde ich mal sagen. Level 5. Jetzt können wir einen Stegosaurus. Oh ja, die sind cool. Okay, nochmal Tulpen, Zäune, Lampen. Oh, jetzt kommen die Drinks. Jetzt kommen die Drinks. Okay. Ja, machen wir später. So, was geben wir dir denn zu futtern? Oh, Fleisch. Ja, das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Aber mir gefallen die Gehege. Sehen gut aus. Sehen echt klasse aus. Halt anders, als wir so gewohnt sind, so ein bisschen, ja? Aber klasse. Passt total zum Stil. Finde ich gut. So, gehörst du hier rein? Nee. Du gehörst also hier mit hin. Dann würde ich sagen, setzen wir die mal hier hin. Oh, 5 Besucher. Yay. 3, 4... 5 Besucher, wir haben 5 Besucher. Na, da wird Frau Dr. Midas staunen. Da kommt sie auch schon. Ja, ich muss schon sagen, ich kann den Park kaum wiedererkennen. Alle Achtung, Sie dürfen Ihre Dinos erstmal behalten. Gut gemacht. Was für eine Freude, wir haben es geschafft. Juhu, Besucheransturm, geschafft. Wir dürfen weitermachen, ich bin so glücklich. Ohne dich hätte ich das nie hinbekommen. Ich frage mich immer noch, wie die Eisblöcke in den Garten gekommen sind. Egal, jetzt legen wir mal richtig los. Unser Park braucht Verkaufsstände, Toiletten und Blumen aller Art. Kümmerst du dich darum? Aber natürlich, gern doch, kein Problem. Das machen wir. Aber ich würde sagen, für das erste Video in dieser Reihe komme ich mal zum Ende. Ich denke, ich werde das jetzt die nächsten Tage mehr oder weniger täglich hochladen. Das heißt, heute zu einer sehr ungewohnten Zeit, aber es ging für mich arbeitstechnisch leider so gar nicht anders. Ich bin schwer begeistert, es gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Dann gucken wir mal, dass wir in den Videos uns das ein oder andere auch mal anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei euch ganz, ganz herzlich fürs dabei gewesen sein. Wünsche euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns ja morgen schon wieder in einem neuen Video. Also bis dahin, ihr Süßen. Macht es gut. Tschüss.